Hallöchen da draußen und willkommen hier bei Maple Story 2. Wir haben uns einfach mal gedacht, dass auf Steam anscheinend relativ, ja, beliebt war, mal nachzugucken, was da so hintersteht, weil es wirkt auf den ersten Blick eigentlich ganz cool. Oder wie siehst du das? Ich hab's ja schon angeteasert in Eurotruck. Und zwar, ich stehe ja sowieso als, ihr wisst ja, dass ich meine Nintendo-Leidenschaft da, wie ich das Spiel natürlich massiv angezogen habe. Ich zum Teil habe den ersten Teil nie gespielt, weiß nicht, ob der erste Teil besser ist oder nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt einen Charakter erstellen, würde ich mal sagen. Genau. Charakter erstellen. Ich spiele natürlich auf Europa, ne, also, was haben wir denn hier? Uruguay. Okay. So, da haben wir hier einmal den Ritter. Wenn du mit deiner Maus drüber gehst, was ich sage... Ja, der startet bei mir auf dem Runenfechter, aber ja, ich kann auf den Ritter gehen. Wir haben hier einmal den Ritter. Und du liest jetzt mal vor, was der kann. Ja, Ritter, beschütze deine Verbündeten mit einem Herzen aus Gold und einem Körper aus Stahl. Ein hartes Training und ein schier unbezwingbarer Wille machen den Ritter zur robustesten Klasse der gesamten Maple-Welt. Dieser Held verwendet ein scharfes Schwert, kein stumpfes, wohlgemerkt, und einen soliden Schild... um sich wie eine uneinnehmbare Festung allen Gefahren zu trotzen. Magier! Unterwirf die Kräfte der Elemente deinen unabhängigen Willen, der das Weltgefüge zu erschüttern vermag. Der geniale Magier wirkt auf den ersten Blick gelassen und entspannt. Aber wehe dem, der sich dem Einfluss seiner vernichtenden Zauber wiederfindet. Dieser Held gebietet spielerisch über die arkanen Künste, während er einen Stab führt. Der Bogenschütze. Genau. Feuere Pfeile ab, die zielsicher die Herzen deiner Feinde treffen. Immer. Als Mitglied der Grünkapuzen liegt dem Bogenschützen nichts ähnlicher am Herzen als das Beschützen von Hennessys auf der gesamten Maple-Welt, was auch immer das ist. Dieser Held benutzt seinen Bogen, um Gegner mit einem Pfeilhagel zu überziehen. Hier das Gameplay. Hier das Gameplay. Ein ganz kleines Fenster. Genau. Bandit. Makes everything possible, doesn't it? Was kümmert dich das Gesetz? Nimm dir, was du willst. Und entkomme, ohne gesehen zu werden. Der hinterhältige und gerissene Bandit vertraut auf seine List und seinen Scharfsinn, um für das Gute zu kämpfen, solange eine angemessene Belohnung wird. Dieser Held zieht es vor, Gegner mit Hilfe seiner Dolche niederzumetzeln. Runenfechter. Warum denn nicht zwischen Klinge und Zauber wählen, wenn man auch beides haben kann? Mitglieder des legendären Terun-Kalibers werden durch das Training der Runenfechter im Schwertkampf und in der Zauberkunst zu mächtigen Gegnern. Dieser Held vereint Elementarrunenmagie mit Klingentechniken, um den Gegner zu schwächen. Der Berserker. I'm fine with the curse, if it makes me this strong. Oh yeah, gib dich deinem Zorn hin, um deine Feinde in den Tod und Verzweiflung zu bringen. Im Herzen des Berserkers brennt eine uralte Flamme immerwährenden Zorns, die ihn auf dem Schlachtfeld zu einer nicht unterschätzenden Naturgewalt werden lässt. Dieser Held kämpft mit einem gigantischen Großschwert, um Gegner zu spalten. Verbreite die Segen und die Botschaft des Lichts unter allen, die zu schwach sind, um selbst zu kämpfen. Der Priester ist stets selbstlos und setzt alles daran, die Maple-Welt vor der drohenden Dunkelheit zu beschützen. Dieser Held bedient sich heiliger Kräfte und verlässt sich auf seinen Zepter und seinen Kodex voller Gebete. Der Kanonier. Vertraue deiner überlegenen Feuerkraft, um den Mächten der Finsternis das Fürchten zu lernen. Der Kanonier, ein exzentrischer Ingenieur aus Nobelstein, trachtet danach, die Welt mit Hilfe großartiger Erfindungen zu verbessern. Dieser Held pulverisiert Gegner aus sicherer Entfernung mit einer mächtigen Kanone, auch göttlich genannt. Assassine. Vertraue auf deine tödliche Präzision und werde eins mit den Schatten.
Der agile Assassine zählte einst zu den Besten seines Faches, bevor er sich auf der Suche nach einer neuen Bestimmung gegen ein Leben als Krimineller entschied. Dieser Held favorisiert zwei Wurfwaffen, um Gegner aus sicherer Distanz zu besiegen oder kampfunfähig zu machen. So. Also gut, da haben wir die Klassen vorgestellt und ihr könnt euch schon denken, wie ich vorgelesen habe, welche Klasse ich nehmen könnte. Berserker. Das ist bei mir ist die Entscheidung nicht so leicht. Was ist denn klar? Ich schwanke zwischen Mage und Kanonier. Nicht Runenfechter, ich hätte eigentlich gedacht, du bist Runenfechter, aber gut. Weiß nicht, ich hab mal wieder Bock, so ein Mage zu spielen. Irgendwas, was so alles mit irgendwie AOE und sonstigen Elementen einfach komplett weg. Fickt halt, ne? Kennst du den Spruch? Ja, super. Damit sind wir schon mal nicht mehr PG-13. Egal. Ich mach mir einfach einen Mage. Ich hab Bock auf Magiertum. Mit Rechtsklick drehen. Okay. Mit Linksklick bewegen. Oh nee. Bitte gib mir nicht zu viele Möglichkeiten, das Ding hier. Gott! Die Frage ist jetzt, mache ich mir einen Heslon oder lasse ich es? Nee. Ich mache irgendwas Edginess-mäßiges. Was auch hässlich sein kann. Aha, okay. So, die hat ja schon mal richtig Bock. Ich mache mir einen Mädchen. Ach, man kann auch einen männlichen Charakter machen. Ja, ich mach einen männlichen. Ich mach mir so eine Megumin. Ja, das kannst du. Explosion! Ja, ich caste dann nur einmal pro Folge und den Rest musst du machen. Ist das ein Deal? Das ist absolut. Ja, und dann hole ich Aqua, weil sie so nützlich ist. Ja, richtig. So, was können wir denn mal hier nehmen als Frisur? Wenn ich die Zöpfe noch etwas länger mache und da irgendwie Steine reinbinde, kann ich die als Waffe benutzen. Ne? Das ist super weiblich eigentlich. Oh, wir könnten Schleife nehmen, das passt ja voll zum Berserker. So. Nee, ich dachte schon, wenn ich. Also der Gesichtsausdruck von meiner hier sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als ob die Bock auf die ganze Scheiße hat. Also, muss halt sein. Was soll meine Frisur nehmen? Ja, die ist ein bisschen hoch, nicht? Ey, die hat die Baguette-Frisur. Ja, mit roten Haaren, das passt zu einem flammenden Berserk. Make-up. Herztattoo, ja, nee. Wo ist denn das, so eine Dauerwelle? Ein Pflaster, genau auf die Nase am besten. Bitte, Entwickler, wo ist das eine Dauerwelle? Weiß ich nicht. Oder meine komplette Vorstellung einer Dauerwelle ist grundsätzlich das falsch. Kann man später für bestimmt noch machen. Bestimmt kann man das N auch noch modifizieren im Spiel. Voluminöse Dauerwelle. Ey, hier gibt's den Russenanzug. Gesicht. Steifes Gesicht. Was haben wir denn hier? Unruhestiftergesicht. Verzweifelte Sehnen. Würdevolle Schönheit. Okay. Tiefe Gedanken, Sternlichtfunkeln. Klassisches Gesicht. Mutig und tapfer. Nicht bei den Gummibären. Wild und rau. Wie er schon grinst, der hat richtig Bock. Was er jetzt schon. So. Überhebliches Gesicht. Ich bin der beste Krieger weit und breit. Kann man den Make-up-Effekt etwas reduzieren? Nee, anscheinend nicht. Gerissenes Gesicht, der hat ja fast schon Haifisch-Szene. Heiliger als du. Oh ja, ich bin so fabelhaft. Gesicht mit zweifarbigen Augenbrauen. Naives Gesicht. Das könnte. Nein. Kann man nur eine Augenfarbe ändern? Ich fühle mich jetzt ja voll verarscht. Bitte hilf, ich kann nur die eine Augenfarbe ändern beim Gesicht mit zweifarbigen Augen. Das Spiel will mich trollen. Ne, ich nehme wild und rau. Welche Augenfarbe können wir mal nehmen? Oh ja, ich habe eine Idee, was ich mir baue. Ne, der hat einfach richtig Bock den ganzen Tag.
Oder nehme ich das? Na, geht das nicht so. Das ist irgendwie cooler. Obwohl, er könnte ja auch so ein richtiger Edgelord sein, der einfach voll überheblich ist. Na, ja, mach das so. Was? Ich habe eine Narbe, ja. Hier Geralt von Riva, Gedächtnisnarbe. Wie groß kann man die denn machen? Okay. Die Richtung kann man wahrscheinlich auch ändern. Wunderbar. Haut. Kreidewalz. Hm. Cool, ja, so kann ich Schokolade werden. Ich mag Schokolade. So ein Schokobo. Ja, das sieht echt aus wie Schokolade, die letzte Hautfarbe. So eine schöne Vollmilchschokolade. So. Ihr habt richtig Bock, meine Name. Hm. Oberteil. So. Was hast du eigentlich für ein Oberteil verpasst? Das Hemd mit der Krawatte. Hm. Ich wette, der Name ist schon vergeben. Das wird ein Problem sein, oder? Hm. Ja, natürlich wird der Name bereits verwendet. Dann experimentieren wir mal mit Accents. Ich nehme das Russen-Oberteil. Was natürlich in diesem Spiel doch geht. Ist auch so ein... Ich würde nehmen ein rotes Unterteil. Falls ihr euch wundert, obwohl die kurze Hose liegt gar nicht. Nein. Leerzeichen oder Sonderzeichen dürfen nicht verwendet werden. Na geil, jetzt geht's los. Ich habe, glaube ich, ein Problem. Das könnte man noch nehmen. Finde einen Namen ohne Sonderzeichen und wahrscheinlich auch Zahlen, der noch nicht vergeben ist. Und du hast 12 Zeichen. So. Na doch, das nehmen wir so. Jetzt müsste man so Jeopardy-Musik einspielen eigentlich. Ich hab einen Namen. Horst. Isedo. Das ist gut. Das Problem ist... Ach gut, den Namen nimmt anscheinend keiner. Wer hast du dich genannt? Serie. Was für ein Ding? Hast du schon mal gesehen, den Namen? Den kennst du von mir. Okay. Ja, Start. Hier seht ihr die Tastatur. Also. Ja, so you kurz das. Okay. Now, hear the story. It begins with two goddesses, one light, one dark. They created many worlds, but Mapleworld was their greatest. In every realm, there must be balance. But the goddess of light loved Mapleworld and warded it against the darkness. Fearing this imbalance, the goddess of darkness lashed out. So began their terrible war. The battle was long and brutal, but with the help of her sages, the goddess of light defeated her sister. As the goddess of darkness fell, she unleashed her fury, poisoning Mapleworld with her power. Unwilling to see her beloved creation destroyed, the goddess of light sacrificed herself to save it.
What remained of her power became the great protector, Empress Erev. Erev gathered 7 heroes to stand against the darkness. Try as they might, they could not stop their world's slow corruption. Erev and her sages created 3 relics with power over life, space, and time. The Lepentus. These Lepentus could gather up the darkness and cleanse it all at once. So they thought. The day of their bold plan came, and the shadows pooled in one place. Even as they cast their purification ritual, the sages were gripped by the darkness. It took all of the Lepentus' power to protect Mapleworld from being utterly destroyed. The ritual site was corrupted, the whole region becoming a dreaded no man's land. 2 of Erev's heroes, Sirion and Balon, stepped forward. They journeyed into this land of darkness on a mission to save anyone trapped inside. There, they worked to complete the purification ritual. And in doing so, they met their end. The land of darkness was sealed away where it could hurt no one else. With their noble sacrifice, these 2 heroes had bought peace. But now, the shadows stir once more, and this miraculous peace is nearing its end. The time has come for champions to rise again. This is a story of heroes. This is your story. Ja, so. Bewege dich mit Hilfe der Richtungstasten? Ich nehme ganz. Maus und Tastatur nehme ich. Warte, Dualshock-Steuerung ist aktiviert. Okay. Mal eben das Gamepad rausziehen. Kann man ein Gamepad spielen? Anscheinend. Da oben ist ein Gamepad verwenden. Nein, ich möchte mit Maus und Tastatur spielen. Erkennst du quasi auch den PS4-Controller sofort. Das werde ich noch sehen. Auf jeden Fall spiele ich mit Maus und Tastatur. Hallo. Bewege dich diagonal. Oh. Kommt hier ganz schwerer Shit. Oh Mann. Das ist ja doof. Na oh, cool. Okay. Okay. Stirb, Stahlbarriere! Ist erstmal völlig ungewohnt von der Steuerung, Class? Es geht. Open your textbooks to. What's this? We're 1 student short. That's fine, we can wait. Professor, we have quite a lot of magic to learn today! Are you going to waste our time waiting for 1 tardy student? An astute point as usual, Miss Class President. Let's begin. What can anyone here tell me about monsters? My brightest student is skipping class again. So much wasted genius. Okay. I don't know. Oh, yeah. Okay.
Meiner ist im richtigen Tryhard-Modus. Willkommen in Sachsen. Bei einem entfernten Land im Osten. Kannst du Sachsen geben. Okay. Man kann schon mal nicht von der Cube World springen. Hallo. Was habe ich getan? Ja, so. Aha. Random? Ach nee, okay. Okay. Toll, ich werde jetzt mal beleidigt. Vielleicht hier? Okay. Da. Nutzername. I need a buddy for this. Da. Ja, ich bin noch am Reden, Leute. You have a new friend request. Ja, ich habe noch nichts gemacht. Ich habe genau in dem Moment gesagt, es wird schwierig sein, für dich Freunde zu finden. Und in dem Moment kam das ja immer das. Ich stehe hier gerade rum und warte da eigentlich. Ich habe noch nichts gemacht. Lügen gestraft. Was ist das? Aha, okay. Das ist nicht die richtige Uhrzeit, nein, das ist nicht die richtige Uhrzeit. So, wo hast du jetzt hier Friend Request? Oben rechts, neben da in der Leiste, wo dein Charakterfenster ist, da das Ding, das Feld, da kannst du die... Ich liebe Markus' Erklärung, ich habe nichts verstanden. Fischbaum, Fortschritt ist... Oben rechts. Ach, oben rechts, ich war oben links. Ja. Da sehe ich Isedo. Ja, das weiße Feld in der zweiten Zeile ganz rechts. Anfragen. Gott, wie siehst du denn aus? Ich hab wohl Bock. Du kannst mich besuchen. Wie kann man denn Gruppen bilden? Zum Gruppenchat einladen. In mein Haus einladen. In Gruppe einladen. Ja, I need a buddy for this. Jetzt ist es zu mir gekommen. Ich bin hier gerade voll am Pflücken. Ich muss hier erstmal durchschwimmen. Moment. Oh ja, so richtig tryhard am Pflücken. Ich liebe es. Ich habe erstmal eine Sequenz. Moment. Jetzt kommt die Olle, die mir sagt, ich werde keine Freunde finden. Ey, ich mag dein Gesicht jetzt schon nicht. Ja, sagst du auch noch was oder muss ich klicken oder? Ah, sprich mit ihr, okay. Also wir können jetzt sogar einen Club gründen. Der gute Laune Club. What the fuck? Gut. Ich darf keine Leerzeichen verwenden, also der gute Laune Club. Das jetzt funktioniert. Okay, es hat funktioniert. Oh nein, der Typ ist ein Tunnel. Ich pflück mal weiter Blumen, denn das ist unter meiner Blume. So. Ist nicht zu spät, der Unterricht ist vorbei. Spasti. Okay. Dieses hohle Grinsen, der planlose Blick passt bei meinem Charakter definitiv. So, ich muss zum Nachhilfeunterricht irgendwo hin.
Ich bin gerade zu doof. Ja, wie man sieht, kann... Einzige, was ich gut kann, ist mit dem Arsch wackeln momentan. Ich springe jetzt. Das geht gar nicht. Oh, wird sie jetzt Yandere hier, die eine? Eine Unterrichtsstunde alleine mit Senpai? Das lasse ich niemals zu. Aha. Wieso kann ich jetzt nicht weitermachen? Oh. Jetzt reicht. Jetzt nehme ich die Welt auseinander. Erstmal klettern und gucken, wo ich hinkomme. Damit hat sie nicht gerechnet. Ah, so muss ich es auch machen. Hast du mal gesehen? Wenn das beeindruckt, war man ja auch nicht. Ja, komm, kletter hier hoch. Geh auf die Barrikaden. Ich kletter hier irgendwo im Schulgebäude rum. Unhöflich. Oh, hallo. Nee, ich will gerade nicht mit dir. Nein! Will deine Sequenz nicht triggern. Ja, ich bin halt wieder zu spät. Ist ja gut. Back den Eis. Ich brauche deinen Unterricht nicht. Ich zieh dir wahrscheinlich so beim Casten die Hosen aus. Ich würde das ja normalerweise synchronisieren, dann würde ich Markus spoilern. Das ist ein bisschen schwierig. Für den Anfang. Vielleicht gibt's ich kann ja mich auch muten, wenn ich das mache. Das geht natürlich. Außer deine Mute-Taste im Discord ist die gleiche wie in OBS. Nein. Dann wäre es nicht so praktisch. Ist überhaupt nichts zum Einsammeln. Ich denke, ich kann hier was erkunden, ist aber überhaupt nichts. Voll sinnfrei, was ich hier gerade mache. Dann quatsche ich halt mit dir. Am stehen bleiben, den Müll aufzuheben. Ey, da liegt immer noch Müll. Voll zerrissen, die Monster. Ach, du hast dich gerade tatsächlich gemutet.
quatschen wir es mal voll rein. Yay! Ja, weißt du, dann... Ne? Ja, lasst uns mit der Lektion über den Kampf gegen Monster fortfahren. Dieses Mal wirst du einem deutlich stärkeren Feind gegenüberstehen. Wirklich? Ich dachte, ich lerne endlich, wie man aus Pilzköpfen Pilzmark zaubert. Ich dachte, dir würden diese praktischeren Aufgaben gefallen, wenn du es für heute aber lieber gut sein möchtest. Nicht so heilig. Ich sage nur, sollte ich mich nicht mit Theorie und solchem Zeug beschäftigen? Dafür ist keine Zeit. Hallo Markus, ich rede jetzt auch mal rein, während du gerade synchronisiert versuchst. Entschuldige meine Aufregung. Lass uns mit der Übung beginnen. Ich stehe falsch. Ja, ist voll geil. War das, was jetzt meine Bücher geschaut? Hier, ich will die Quest abgeben. Schleimgegner dieser Stärke waren sogar für einen erfahrenen Magier eine Herausforderung gewesen. Einfach mit links aus dem Weg zu räumen, in ihr schlummert ein immenses Potenzial. Ich glaube, das denkt er einfach nur und sagt das nicht, sonst war jetzt mein Gedankengang. Also hier könnte mit dem richtigen Training eine bedeutende Erzmagierin werden. Es ist gut, dass ich damals diese Vorkehrung getroffen habe. Meine Aufgabe hier ist fast beendet. Haha, wow! Diese Monster waren fast so schwach wie der letzte Haufen. Was machen wir als nächstes? Stärkere Monster? Vielleicht ein Bosskampf gegen den Direktor? Hey, wenn ich Direktor Asimov besiege, bekomme ich dann automatisch eine 1 in diesem Jahr. Konzentriere dich sehr hier. Dein nächster Gegner werde ich sein. Haha, genug geschätzt, Professor. Gegen einen solchen Gegner oder den Direktor hätte ich nicht in auch einer Chance. Ich meine es ernst. Ich will mich mit dir duellieren. Ich glaube, ich habe was mit den Ohren. Du hast schon richtig gehört. Du hast ein Talent für Magie, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Als dein Lehrer ist es meine Aufgabe, dein Potenzial voll zur Geltung zu bringen. Also lass uns anfangen. Warte! Hey Lehrer! Warum wird's ja hier bevorzugt behandelt? Duellieren steht doch niemals auf dem Lehrplan! Jetzt hören sich beide gleich an, weil ich kann keine Frauenstimme anscheinend. Das ist einfach nicht gerecht! Ey, du alle Fotze! Was machst du hier, Fräulein Klassensprecherin? Finde ich einfach nur Caitlin, Professor Einus. Natürlich, Caitlin. Alles, was wir hier gemacht haben, ist natürlich auch für den morgigen Unterricht geplant. Sehr hier hat eine üble Angewohnheit, den Unterricht zu versäumen, weißt du? Also dachte ich, wir arbeiten schon mal ein wenig voraus. Ach Mensch, Kate. Du wirst morgen einen solchen Spaß haben. Du sei still! Schau dir ins Mikro brüllen dabei. Was habe ich gesagt? Heißt das, dass wir uns morgen im Unterricht auch duellieren, Professor Einus? Ja, also Markus, Aufnahme wieder reinquatschen? Nein. Fertig. Wenn das so ist, ist es nur gerecht, wenn ich mich jetzt mit Seria duelliere. Sicherlich verdienen wir alle eine Chance. Oh, ein freundschaftliches Duell mit Kate? Das wird Spaß. Bist du dir da ganz sicher, Caitlin? Selbstverständlich. Das ist meine Chance, allen zu zeigen, dass ich die bessere Magierin bin. Zieh dich warm an, Seria. Sobald ich Seria geschlagen habe, werde ich die neue Lieblingsschülerin sein. Und dann nehme ich ihn mir. Dann bekomme ich Privatstunden, Professor, beim Professor. Nur er und ich. Einus wird mir seine Liebe gestehen und dann werde ich... Oh, der Professor wird mir sich einen Antrag machen. Aber dann bist du noch zu früh, um zu heiraten. Hey Kate, was murmelst du da? Das geht dich gar nichts an. Mach dich bereit. Bitte was? Hallo? Ja, funktioniert schon mal richtig gut. Ja, moin, ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Ich muss mich gerade erstmal an das etwas komische Kampfsystem gewöhnen. Ich glaube, ich spiele das Spiel mit Gamepad. Das wird mir, glaube ich, besser. Ja, das geht, glaube ich, 10-mal besser, weil ich die richtigen... So, aber wie greife ich denn jetzt normal an mit Gamepad? Das ist die Frage. Okay, vier ist schon mal was... Hilfe! Ach, ich
verprügel dich einfach so, das geht zehnmal einfacher als alles andere. So. Na, was nun? Okay. Wie greife ich normal an mit Gamepad? Ohne keine Ahnung. Skills benutzen. Oh, ah, oh. Mikro hier geblieben. Entschuldigung dafür. Ich weiß nur, dass meine Stimme den Scheiß nicht lange mitmachen wird. Wieso? Was weil ich zwei Frauen gemacht? Synchronisieren muss. Ach ja, das Lustige ist, ich lasse meinen Charakter so wie mich sprechen. Ja, ja, ich lass den, hab den Professor halbwegs so sprechen lassen wie ich. Aber hier ist gerade eine Sequenz und ich rede drüber. Naja, egal. Ist hochqualitatives Let's Play Gameplay, was ihr hier seht. Alles wird synchronisiert, woran ich denke und ja, ne, der Rest halt nicht. So. Ja, brennt. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt in Bambuswald. Ich habe gerade die Klassensprecherin angegriffen. Wie, du hast sie angegriffen? Nein, sie hat mich angegriffen. Hä? Haben wir zwei völlig unterschiedliche Geschichten, die jetzt hier losgehen? Was für eine Klassensprecherin? Ich bin in einem Wald, in einem Bambuswald. Warte, haben wir unterschiedliche Orte? Ja, okay, wir haben unterschiedliche Orte. Also habt ihr doch einen Sinn da drin, beide Folgen zu gucken und nicht nur eine Sicht. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir damit zwei Sichten aufnehmen am Anfang. Ich mute mich mal und mach mal weiter. Sieh doch nur, was du mit dem Klassenzimmer angestellt hast. Wo hast du diesen Zauber überhaupt gelernt? Ich? Er war einfach da. Es ist etwas Außergewöhnliches daran, wie dein Geist arbeitet. Die Zauber fliegen dir einfach zu. Und du hast intuitives Verständnis für Magie, wofür weder Zauberbücher noch auswendig lernen brauchst. Und ich finde dich so geil. Ich hatte die Vermutung, dass ein Duell gegen einen anderen Magier dein wahres Potenzial enthüllen würde. Und ich hatte recht. Ich bin auch so geil. Du bist bereit, einen neuen Pfad einzuschlagen. Den Pfad einer Erzmagierin. Oh, voll geil. Ich bin jetzt Erzmagierin, wuhu! Asimov, Rektor der Magieakademie. Ja, mach mal hinter, ich will nicht Escape drücken. Ich habe keine Ahnung, was ich dann abbreche. Was passiert übrigens, wenn ich ins Feuer renne? Ich krieg keinen Schaden. Ich krieg immer noch keinen Schaden. Ich krieg tatsächlich keinen Schaden, okay. So, ich mache jetzt das Gleiche, was Mike gerade gemacht hat. Ich schließe mein Gamepad an. Jetzt hoffe ich, wenn ich das Gamepad anmache. Boah, ich habe ein Gamepad gefunden. Geiler Shit. Aber vorsichtig, das. Oh, das macht das. Also, die Steuerung ist tatsächlich besser, aber... Okay, da springe ich. Wo ist... Sprung? Ah, okay, das ist... Okay. Dann ist das hier wahrscheinlich aufheben, oder? Wollen wir was zum Aufheben? Ja, F war auch... Ah, okay. Ja, gut. Wäre jetzt nur geil, wenn ich... Das hier ist so eine... Moment mal. Warum? Kann ich das Interface irgendwie reloaden? Ah, jetzt, oder?
Es erkennt das PS4-Gamepad, aber wenn ich auf die Dreieck-Taste drücke, macht es den Angriff, der bei Viereck ist. Was passiert hier? Ja, das ist ganz toll. Wieso tut es das? Hast du das Gamepad eingerichtet bekommen? Vernünftig? Alles irgendwie Schwachsinn hier gerade. Wieso macht er? Warum? Okay, das ist cool. Ich blicke hier gar nichts mehr. Die Steuerung ist irgendwie off. Okay, damit läuft man. Aber... Hä? Das ist der Zoom? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt überfragt. Tut mir leid, dass das jetzt gerade so extrem bescheiden ist. Überhaupt, irgendwie sind ein paar Keys nicht richtig platziert. Ich würde gerne wissen, woran das liegt. Ich kann ja mal eben in den Steam Guide gucken. Das ist für euch natürlich äußerst interessantes Gameplay. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas an der Folge schneide. Das geht natürlich wiederum nicht, weil scheiß Familienansicht drin ist, wenn ich die deaktiviere. Was natürlich super nicht funktioniert. Lande ich jetzt immer wieder auf dem... Ja, ich lande immer auf der Store-Page. Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, was los ist, was extrem geil ist. Ja, ich werde mal erstmal die Gamepad-Steuerung wieder deaktivieren, weil ich nicht weiß, warum das alles irgendwie leicht komisch ist. Und hier weitermachen, damit ihr wenigstens noch was seht, während Mike ja ohne Probleme aufnimmt und meine Frage nicht beantworten kann. Ja, nochmal zurück. So. Alter, wir müssen mal die Aufnahme. Ich bin fertig mit dem Ding da in den Abschnitt. Das macht mir gerade sehr viel Spaß. Die Aufnahme geht schon 43 Minuten. Ja, die Aufnahme geht 43 Minuten. Ich habe nur ein Problem mit dem Gamepad. Habe da die letzten 5 Minuten versucht, dran rumzueiern und habe seitdem nichts mehr gemacht, außer über meine Probleme gesprochen. Aber wir können die Aufnahme hier gerne beenden. Ja. Oh, das Problem ist, ich glaube, ich 2 Teile schneiden muss. Obwohl, ich kenne das einmal durch, dass der mit dem Ziemlich verzeihen. So, ja. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dahin reingehauen. Tschö. Tschüss.